Ja, erstmal herzlich willkommen zum Modern Koi Blog. Heute wieder mit Yannick und mit Gerhard. Entschuldigung, aber eins sei dir ganz ehrlich, da brauchst du nicht ins Skifahren, um dir Schulter auszukugeln. Das kannst du ja mit dem Schollenfahren hier auch. Obwohl, es geht, man gewöhnt sich wirklich dran, weil mittlerweile läuft man eigentlich ganz, ganz angenehm drüber, also vom Fahren. Also wenn man es tagtäglich macht, dann ist es eigentlich kein Problem. Okay, ich mache es trotzdem nicht tagtäglich. also ich glaube, Teichgröße zur Filtergröße, zur Umwälzleistung, zu Gesamtanlagenvolumen, zur Bürstenfiltergröße, Biofilter, ich glaube, das ist diesbezüglich die perfekteste Anlage in Deutschland. Wir kennen natürlich Teiche mit 20.000 Liter, die dann 6.000 Liter Filter haben und irgend sowas. Aber wenn man überlegt, wir haben hier rund 200.000 Liter Wasser, oder? Ja, so um den Dreh. Drei Anlagen, alle separat einzeln gefiltert. Jeder hat zwei Bürstenfilter. Genau. Jeder hat nochmal eine Biotonne. Genau. In der Bio, nee, oder zwei Biotonnen? Ja, eine. Ja, genau. Okay, also wir haben sechs, also drei Teiche, sechs Bürstenfilter und sechs Biotonnen. Ja. Und das Gesamtfiltervolumen ist wie groß? Na gut, das kann man variieren, weil das mit frequenzsteuerten Pumpen. Also ich meine das Volumen, nicht Umweltgeschwindigkeit, sondern wie viele Liter sind in den ganzen Teichen? Oh, in den ganzen Teichen, das sind 75, 150 und nochmal 60. Du hast mich nochmal falsch verstanden. Nein, Filter. Vom Filter her. Ein Filter. Ich weiß nicht, wie groß ist eine Biotonne? Das sind 3 Kubik, passt da rein, ja. Pro Biotonne. Ich weiß nicht, in also Bürstenfilter, ja. Passt, wie viel passt hier rein? Vielleicht 2 Kubik ungefähr? Ach, viel mehr. Da war es auch 3 Kubikmeter. Also kurzum, wir wissen es nicht genau, aber hier sprechen wir von rund 20-30%, was wir, also 20% ganz locker. Und die Wasseraustauschrate kann man ja, glaube ich, auf 300.000 Liter hochfahren. Ja, genau. Also Wahnsinn. Wie viel habt ihr im Sommer gefüttert? Weil das ist ja immer in direkter Relation zueinander. Also wir haben sehr, sehr viel gefüttert. Also gerade hier, wo die Karaschis drin waren, das ging dann ruckzuck, die wollten es haben. Die haben richtig gebettelt. Mhm. Und, Zeichen für gutes Wasser übrigens. Ja, also das war. Dreieinhalb, mal vielleicht waren sie sogar bei 4 Kilo mal. Am Tag? Am Tag, ja. Für alle vier Teiche. Für alle drei pro Teiche. Pro Teich. Also, ihr habt 10 Kilo. Ja, wir haben zweimal aufgefüllt. Wir mussten immer alle, einmal den Filter. Wie viel geht rein? Der Tim lacht gerade und kaut. Also 2 Kilo passt ja ungefähr da rein, sag ich in, jetzt. Nee, in den Teich passen mehr rein. Nein. Ja, ist mir ja klar, das war Spaß, Entschuldigung. Ich bin halt auch nicht mehr lustig. Muss ja auch nicht in jedem Block sein. Nee, und da mussten wir eigentlich einmal am Tag vielleicht sogar mehr. Wissen. Ich habe ja palettenweise gekauft. Gott sei Dank. Und man muss aber auch sagen, so sehen auch die Fische aus. Nicht fett, sondern perfekt auf den Winter vorbereitet. Also man sieht, die hatten einfach einen geilen Sommer. Also ihr füttert nur Swim oder auch Sink? Auch Sink, also ja, wir mischen das extra. So, und jetzt, wir haben 10 Kilo Futter am Tag bei 200.000 Liter. Das ist wie, also es ist ja nicht so brutal. Das ist wie wenn Sie auf 20.000 Liter 1 Kilo füttern. Ja, also es machen ja auch viele. Ja. Aber es fällt natürlich schon Schmutz und Organik an. Wie oft habt ihr die Filter gereinigt? Einmal die Woche ein Filter. Nicht so, ja, einmal die Filter, aber nur abgelassen. Ja, halt. Von den 6 Filtern? Haben wir 3 gereinigt, einmal die Woche. Okay. Und das war notwendig? Ja, da sind wir... Jein. Also da sind wir unterschiedliche Meinungen. Wenn es nach meinem Vater geht, heißt es eigentlich, jeden Bürstenstrang rausholen. Doch, du willst es sehr ordentlich haben, immer. Also da heißt es möglichst ordentlich. Ich sage zum Beispiel, es langt auch mal, nur mal den Stoppen zu ziehen für den Filter. Und vielleicht, was weiß ich, mal im Monat oder ein bisschen länger, je nachdem, wie viel man füttert, ungefähr mal einfach mit dem Schlauch drüber zu gehen nochmal. Schwierig wird es dann, wenn dann halt Blätter kommen. Genau. Das ist das eigentliche Problem. Die Scheiße von dem Fischer nicht so ist nicht viel Blätter. Da fliegt doch allerhand Blätter. Ja, höchstens das Kohlfeld daneben dran explodiert, dann kommen viele Blätter. Aber ansonsten, das kommt von dem Wald da oben die Blätter hier runter? Nee, so weit schaffen die das nicht. Das sind mehr so Nadeln, aber ab die Nadeln, die gehen halt sehr zusammen und es gibt dann wie so einen Zapfen halt immer. Ja. Nee,
Also, jetzt würde ich mal in den Teich reingucken, in den Bürstenfilter. Also, ich muss sagen, einmal die Woche ein Filter pro Becken ist viel zu viel. Braucht es nicht, würde ich auch nicht machen, wäre ich schon viel zu faul dafür. Ja. Konishi putzt alle 4 Wochen, also nicht Konishi, Konishi lässt alle 4 Wochen putzen. Ich wäre wahrscheinlich eher, je nach Futtermenge, und die 10 Kilo sind jetzt auch auf 200.000 Liter nicht so abartig viel, ich wäre eher der alle 2-Monats-Typ. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe meine Teiche zu Hause 2-3 Mal im gesamten Jahr und auch nicht rausgeholt, sondern abgelassen und abgesprüht. So, wir machen es jetzt wie beim Zoll. Die sagen ja auch, ich komme immer mit 8 Taschen und dann guckt der und sagt, in die möchte ich bitte reinschauen. Ich hätte gerne in den Bürstenfilter, der hier drunter ist, geschaut. Weil hier ist nur keiner drunter. Da ist nämlich keiner drunter, da sind die Biotanks drunter. Dann möchte ich da reingucken. Okay, dann. Nein, ich will in den Bürstenfilter schauen. Ja. Und zwar in den vorne. Ja. Alter, ich sehe mich schon, erst haut es mich rein, dann klemme ich mir hier einen Fuß dazwischen ein, der knickt dann so ab und dann schlage ich mir noch einen Kopf an. Kriege ich dann deine Armschlinge, Janik. Hm? Seht ihr, so funktioniert das beim Zoll. Oh! Aber sind schon extrem sauber, also hier im zweiten Bereich. Das ist schon extrem. Habt ihr Wasserwerte gemessen im Sommer? Ja, haben wir gemacht, wegen KH-Wert, das ist immer das Problem. Habt es aufgebraucht? Ja. Habt ihr da mehr gefüttert als in den anderen Teichen? Nein, warum auch immer, der war besonders schlimm. Ja, am Anfang hatte man vielleicht ein bisschen mehr gefüttert. Die Karaschis hatten mehr Hunger gehabt am Anfang. Aber hier sieht man es ja. Aber man sieht, sie sind gut bewachsen, die Dinge. Aber nachdem wir hier jetzt natürlich fündig geworden sind, würde ich gerne noch in dem anderen Teich hier mal vorne in den Filter reinschauen. Übrigens, hier ist mal die Mitarbeiterin abgeschmiert und da waren die Holzdinger noch nicht drauf. Da war irgendwo Metall und da war noch Fleisch und Haut drauf. Weißt du das noch, Tim? Nein. Ach, da warst du nicht mit dabei. Oh. Oh. Alter! Langsam. Alter! Was würdet ihr anders bauen an der Anlage heute? Gar nichts. Ich wüsste nicht, was ich anders machen soll. Und Wasser war dauerhaft klar? Ja. Ja, hier war es im Frühjahr erst grün und sobald es warm wurde, ging das Grüne immer mehr zurück. Aber UV-Lampe war an? UV-Lampe war das, an. Das war auch das so eine Sache. Das ist eigentlich ein bisschen blöd bei dieser UV-Lampe, weil die diesen Notstecker da dran hat. Naja, und das kann rausfatzen. Das ist blöd, das merkst du dann nicht. Achtung, was auch da ist wirklich klappt. Okay, so soll das aussehen ohne Futter. Vielleicht das Einzige, was ein bisschen doof ist mit den Abdeckungen, dass man, wenn man dann alles aufhaben will, dann immer die einzelnen aufbettet. Ja, du hast ja die richtige Technik. Wo ich das mache, ich nehme die eine, leg die noch auf die nächste und schiebe alle drei nach hinten. Also ich komme da besser klar. Was super ist an dem Filter, ist, dass wir das uns da durchgesetzt haben und diese Höhenunterschiede haben. Wissen Sie, liebe Zuschauer, das Geile ist, normalerweise kriegt Vater und Sohn Streit darüber, wer den Filter reinigt. Die zwei bekommen Streit, wie gereinigt wird, wie die Filterabdeckung aufgemacht werden. Und ich kann Ihnen sagen, ich kenne kaum jemanden oder ich habe kaum jemanden in meinem Leben kennengelernt wie die zwei, was Fleiß, Arbeit, Einsatz, Beharrlichkeit, was alles angeht. Also wenn Sie wirklich mal einen Sohn haben, eine Tochter haben, uns mal ein Bootcamp schicken, dass die mal in vier Wochen eingenordet werden, dann zu Gerhard und zu Jannik nach 4 Wochen. Ich habe kein Problem, ich verlange ja nichts, was ich nicht selber auch mache. Du hast mir, seit ich dich kenne, sagst du immer, vorangehen. Ja. Er hat 20 Saisonkräfte und es ist nicht so, dass die aufs Feld geschickt werden, sondern da ist einer von den beiden dabei, die gehen voran und die anderen... Wenige Diskussion, ob es so heiß, kalt, nass, so trocken oder was auch immer. So, irgendwann ist es immer. Auf wie viel Prozent Leistung habt ihr jetzt reduziert? Pro Pumpe ist auf 80, oder? Auf 80 Watt läuft die Pumpe weiter. Also wir haben immer 2 Pumpen auf 80 Watt dann. Genesis-Pumpen, gell? Ja, genau. Super. So, und wenn wir das nächste Mal kommen, wir kommen erst wieder, wenn das Haus da hinten fertig ist, und der Bodendecker. Also außer jetzt... Also ihr würdet wieder komplett auf Bürste setzen? Ja, jederzeit. Es ist so problemlos, es ist einfach, es ist betriebssicher. Das ist die Sache. Das ist das Allerwichtigste. Das war von der ganzen Planung her uns das Allerwichtigste, dass man nett, dass man auch in Urlaub fahren kann, dass man nett... Ach, die Herren Selbstständige gehen sogar in Urlaub? Ja. Das mache ja nicht mal ich. Jederzeit ist die Urlaubszeit. Ach, schön, oder? Nee, das ist... Ja, das war jetzt Spaß. Dinge, was auch wichtig ist, dass man sagen kann,
Man arbeitet nicht als der Technik hinterher. Es muss einfach sauber laufen. Das ist es wichtig. Ich lasse das unkommentiert. Gerhard bringt es gerade schon recht deutlich auf den Punkt. Hört man ihn gut, wenn er spricht, weil er kein Mikro dran hat? Sehr gut. Und das Beste ist natürlich auch, gerade weil wir vier Pumpen pro Teich haben, wenn eine Pumpe aussteigt oder auch sogar eine UV-Lampe aussteigt, dann ist es erstmal nicht schlimm. Ich sage es immer wieder mit den Worten von Olli Rogge, Entschuldigung, dass ich dich unterbreche, der ist jetzt gerade wieder bei der Handball-WM und der hat immer gesagt, seit er Bürstenfilter hat, kann er zur Olympia fahren, ohne dass jeden zweiten Tag irgendwelche Monteure bei ihm im Garten stehen. Und ich glaube, der hat es vorgelebt oder hat es am deutlichsten gezeigt. Der hat alle Filter vorher gehabt. Und seit er Bürstenfilter hat, hat er einfach nur noch Bock auf Koi, auf Füttern, auf Machen, auf Tun. So, jetzt gehen wir auch mal noch in euer Aufzucht, weil ich kann mir jetzt gar nicht mehr vorstellen, was da noch schwimmen soll, wenn das hier alles außenrum schwimmt. Lass mich raten, aber verratet es noch nicht. Ich sage, da schwimmen 10.000 selbstgezüchtete Koi von letztem Jahr rum. Nee, leider nicht. Leider nicht. Nee, leider oder ein Glück nicht. Es wurde ein bisschen viel. Sondern wir haben eine 22 haben wir ausgesetzt. Okay. Weil wir auch von der Arbeit her, dass uns. Habt ihr dann Fische gekauft letztes Jahr? Nee, auch nicht. Wir haben Glück gehabt, dass 21 hatten wir eine sehr gute Verkreuzung. Eigentlich schon, kann man schon sagen, eine eigene Blutlinie. Weil wir haben ja hier unser Muttertier. Lotti, der Hyozori, der hat ja... Wie heißt der? Lotti? Lotti. Das ist die Lotti. Wie bei Köllitz, so Lottis Häppchen. Ja, und dann haben wir versucht, Kiozoris zu züchten und Hyozoris auch. Und das hat geklappt. Und das hat super schön geklappt.